Hallo Leute und willkommen zum zweiten Part von Let's Play The Line um sie 2. Der Andi ist ein blöder Drecksack und der ist natürlich auch dabei. Hallo. Ja, wie ihr seht, ich wollte eigentlich Sito fahren. Und Andi meinte, so richtig asozial sein zu müssen und sagen, ja, beim Sito, da haben bei mir die Texturen nicht funktioniert, dann haben wir gesucht nach einer Lösung, beziehungsweise er hat sie gesucht, nur um mir dann zu sagen, ja, jetzt weißt du immerhin, wie es funktioniert, aber den fährst du trotzdem nicht. Nein, nein, mein Freund. So, du fährst ein Lias, der pottenscheiße, potthässlich ist. Und ich habe mir gerade voll gegen das Headset geschlagen vor Wut. Und guckt euch das an. Boah, ist das widerlich. Ey, du. Ich habe mich noch nie in Omsi so aufgeregt. Ey, ich habe mich noch nie in Omsi so aufgeregt. Ich drehe hier durch. Der reagiert nicht mal auf mein... Du musst das Dashboard benutzen. Na! Ja. Du bist so ein dreckiges Arsch. Ist wahrscheinlich nur ein Schaltwagen, ne? Ach nee, wenigstens automatisch. Nein, Schaltwagen ist es keiner. Ich bin mal gespannt, wie lang es bei dir dauert. Bei mir hat es einen Moment gedauert, bis er ging. Oh Gott, ey, ich hasse dich, Andi. Ich hasse dich. Das ist Licht, Kollege. Wo geht denn der Schwachsinn hier an? Das ist der Warnblinker. Mann! Ich hab mich echt bei einem Simulator noch nie so aufgeregt, das ist der Hammer. Probier mal den roten Schalter da oben, ob es der vielleicht sein könnte. Es wäre Licht. Ist das ein Kassenlicht? Vielleicht habe ich's. Ja! Ich hab die Elektrik gefunden, oh mein Gott! Ich hasse dich immer noch. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Ich glaube, die Leute wissen es jetzt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Oh. Ja. Der Bus, in dem Bus fallen Schrauben von der Decke. Muss ich mir Sorgen machen? Warum steht das doppelt da? Oh, der Blinker, ich fahre heute ohne Blinker. Ich finde das so schön. Wobei der Sound angenehm ist. Das ändert aber nichts daran, dass der Bus hässlich ist. Oh, Andi, du weißt gar nicht, in was du dich jetzt reingebracht hast. Hast du deinen Fahrplan schon laufen, Kollege? Hallo. Wie geht die erste Tür auf? Das sind so Schalterchen, die musst du drücken. Und das? Also ich kann auf jeden Fall mit der originalen Haltestellenbremse die vierte. Mit dem, für die erste kann ich die dritte, Quatsch, die zweite, mit dem, für die zweite kann ich die dritte und die erste, die geht halt nicht. Du bist still. Ein Fahrschein, bitte. Das sind doch so Hebel, guck doch mal. Einmal normal, bitte. Ja, die benutze ich aber nicht. Danke. Sollen sie hinten einsteigen, ist mir egal. Nein. Du machst es jetzt richtig. Nein, du kannst doch. Mich mal, du hast mich zu diesem Bus gezwungen. Mach die erste Scheißtür auf. Nee, da sind eh keine mehr. Ja, wo bei der nächsten Ding eine aber? Uhr. Was? Wo hat denn das Ding eine Uhr? Was ist denn das hier? Probier mal da den roten Hebel da, den du da unten rechts siehst. Das ist ein Notaus, ich bin doch nicht total bescheuert. Scheiße. Ja, was meinst du wohl, was ein roter Hebel in einem Bus für einen Zweck hat? Ich dachte, du fällst drauf rein. Wieso geht der Blinker nicht aus? Ach, da muss man lenken, damit der Blinker ausgeht. Ich fall hier gleich von der Bank.
Oh ja, du weißt noch gar nicht, in was du dich reingebracht hast, du Drecksack. Aber guck mal, so einen schönen Spiegel. Halt's Maul. Alter Vater, ich bin bescheuert. Immer positiv denken. Ich kann mir jederzeit den Fahrplan reinholen. Darf ich mal links? Hallo? Hallo, darf ich links? Ich muss gerade mal gucken, wann du losfährst. Wir wollten das ja nochmal abchecken. 7.10 Uhr. Ja, nee, ich habe hier 1.06 Uhr, also im Real Life. Wir hatten nämlich eben festgestellt, 55 Minuten bin ich gefahren. Was ist denn jetzt los? Was ist denn nun? Die Hupe, Alter. Bleib stehen. Alter, Mann, ich kann nicht mehr. Oh, da kannst du ja nichts mal sehen hier. Was hast du für eine Fahrer? Ja, ist mir bei dem was scheißegal. So, Kollege. Fahr mal vernünftig. So, Kollege. Du wolltest von mir ein C2G XXL auf der 299. Der 299 in Bad Kindzau Version 3 sehen, ja? Ich möchte von dir ein C2G XXL in Bremen Nord auf der 76 sehen. Nee, auf einer anderen Karte. Ich habe Bremen gerade erst installiert. Ja, das ist mir doch egal. Ich musste den Bus auch für dich installieren. Der Blinker geht nicht aus. Dieser alte Wunsch, ey. Der macht mich. Der ist ja noch schlimmer. Der Ding also, ist ja, wenn alles gut geht, bist du um 2 Uhr da. Jetzt sag mal, von wann bis wann geht denn dein Fahrplan? Das weiß ich nicht. Kann ich gleich gucken, warte mal. Ich bin ja hochtechnisch. Ich kann ja hier das Rollo runterziehen. Habe ich den Fahrplan. Du fährst los um. Um wann bist du losgefahren? 7.42 Uhr. Wie geht denn der Krempel wieder hoch? Kollege, guck um doch mal. Um 7.10 Uhr bin ich losgefahren. Und ich bin um 7.42 Uhr da. 7.10 Uhr ja, los. Da ist da irgendwas mit dem Fahrplan im Argen. Ich bin 55 Minuten gefahren, hätte aber eigentlich eine Fahrzeit gehabt von einer halben Stunde. Ach, das und hat 8 Minuten Verspätung. Also deswegen irgendwas ist da. Gefunden. Ist da komisch. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Aber das Rollo-Ding ist nicht texturiert. Nein, kann ich nicht. Ich glaube, das ist hier so in dem Bus. Ja, du bist auch so in dem Bus. Weißt du, beschwert sich bei meinem Sito, also bei Alter Sito, dass bei mir die Texturen weiß sind, ja? Und setzt mich in das. Ich brauche keine Innenbeleuchtung. Die spiegelt so schon genug. Alles gut. Ich habe mich echt noch nie in einem Omsi-Video so aufgeregt. Ich habe eigentlich bis jetzt nie verstanden, wie man sich in Omsi so aufregen kann. Aber wenn man mit NGG Andi dreht, bekommst du ein Messer knallhart in den Rücken gerammt. Oh Gott, wenn ich dir zugucke. Diese Hupe, die ist das einzig Gute, aber hier ist alles so brutal laut. Oh, der Blinker. Oh ja. Erste Tür ist kaputt, bitte hinten durchgehen. Würdest du jetzt bitte die vordere Tür ich auch weiß benutzen? Nicht wie. Eine Tageskarte. Da sind doch die Knöpfe auf der rechten Danke. Seite neben 1 2 DNR. Das sind doch die Knöpfe. Also haben wir den und den. Aber da sind bei mir nur die anderen Türen. Ja, und die oberen sind für vorne. Wo ist denn da das Problem? Die oberen, nicht die unteren. Oben sind doch auch noch 2 Stück. Oben drüber. Ja, 1 drunter. Die 2 länglichen. Was machst du denn? Kollege. Ich sehe da keine. Bei mir sind die.
Nö, dann fahr ich auch kein XXL, wenn du das jetzt halt vernünftig machst. Oh, ich mach das, meine Güte. Ich darf immer ein bisschen mich aufwundern, wenn du mir schon so eine Scheiße unter den Hintern setzt. Ich, ja, ich weiß gar nicht, was du gegen den Bus hast. Ja, guck dir den noch an. Ja, der hat halt ein bisschen wenig Textur. Ja, super. So bauen wir einen DX auch, dann kommt der bestimmt super an. Der Bus ist total performant. Ja, warum denn? Ja, der hat keine Texturen. Ja, wieso denn? Der ist doch schön cremefarben. Ich meine... Sag mal, kennst du dieses durchdringende Piepen von einem Rauchmelder? Ja. Das hat der Typ aufgezeichnet und als Haltewunschton genommen. Das ist so schön. Mhm. Das Rollo-Teil da übrigens, das stammt, glaube ich, von einer... du kennst du diese Kapuzenjacken? Von so einem Hoodie. Und ich frage noch den Andi, was ist denn das für ein Auto? Ja, das ist bestimmt Alter. Nee. Wenn das Alter ist, ja. Das war der erste Versuch. Ich weiß nicht, ich habe nur Lias gelesen, ich dachte, das wäre Alter. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist kein Lias, das ist ein... Das ist ein Lias. Das wird nur so geschrieben auf Liazianisch. Alter, auf Liazianisch, genau. Warum hast du kein Nummernschild? Das funktioniert nicht. Wie das funktioniert? Hast du mal probiert, oder? Ja, da steht dann irgendwo AA. Ach so. Da, bitte. Ach nee, den hätte ich gar nicht aufmachen dürfen. Auf. So muss ich das machen. Weil der darf nicht, da ist die Fahrradkabine. Eine Tageskarte. Dankeschön. Hallo. Was ist denn dann da überhaupt? Natürlich. Wieso guckt die so? Weil die diesen Bus hier sieht. Nee, das schaffe ich noch. Oh Mann, oh. Es ist rot. Dieser Blinker, er tut so in den Ohren weh. Was habe ich getan, dass ich das verdient habe? Oh Gott. So, ich werde mich dann jetzt in den nächsten Tagen nochmal mit Josh kurz schließen. Dass der dann dir mal den GATS 0330 beibringt. Den fährst du nämlich auch noch als Zusatzbestrafung. Du hast zwei verdient. Ein Drecksack, Alter. Ich hab doch nur gebremst, Leute. Was soll ich denn machen? Meine Güte. Der fährt aber scheiße hier. Das liegt am Bus. Mhm. Ach, der Blinker, der tutet immer noch. Oh! Dieser Haltewunsch. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Ich werde mich nie an diesen Haltewunsch gewöhnen. Ich sage so, dir. Du kommst gleich zur Hausmeisterwohnung. Ja, die Hausmeisterwohnung. Die müsste doch hier irgendwo kommen, oder? Ach ja. Das ist, glaube ich, diese Ecke. Ich habe wieder ein Lachflash bekommen, aber ich habe eine Sichtweite von Schieß mich tot. Ich sollte natürlich vielleicht mal Außenlicht anmachen. Natürlich. 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 Oh Mann. Hausmeisterwohnung. Muss ich links, rechts, geradeaus, Mitte? Links. Ja, wenn kein Pfeil da ist. Links. Ja. Die brauchen im Nebel halt ein bisschen. Sag mal, was hast denn du für eine Fahrerei heute? Voll gut. Guck mal, wie ich stehe. Das ist ja fast so schlimm bei ETS. Ach, Quatsch. Ich weiß nicht, wenn ich bei dir im Truck mitfahre, ja, ich habe mir ja jetzt hier mal deinen Gegenpart angeguckt, da wird mir schwindelig. Ja, da wird mir schwindelig. Du fährst links, rechts, was machst du denn da eigentlich immer? Machst du doch auch. Ja, nicht so extrem. Nicht so extrem. Hm. Nee, aber ich bin echt mal jetzt gespannt, wie das bei dir mit dem Fahrrad war. So. Ey. Wenn du nicht so da rumzappeln würdest, würde das wunderbar funktionieren. Dankeschön. Ach, irgendwas wollte ich da noch machen. Ach ja. So, was haben wir denn hier? Das. Was haben wir noch an dich? Das ist noch nicht. Und das. Und da, das. Aber schöne Texturen hat er auf den Knöpfen. Ja, immer irgendwo brauchst du ja auch Texturen. Lass mich. Bitte nee, oder? Was denn?
Ach, ich dachte gerade schon, das wäre das richtige Licht gewesen. Dann hätte ich aber geheult. Das sind Nebelscheinwerfer, oder? Ja, auch. Außerdem finde ich den Bus jetzt noch gar nicht so alt. Aber hässlich. Ich finde ihn jetzt auch gar nicht so extrem hässlich. Es fehlen halt nur ein paar Texturen, da könnte man noch mehr draus machen. Wenn der jetzt die passenden Texturen noch hätte. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht sind die Busse ja so. Ich weiß nicht, wo kommt denn die jetzt her? Jetzt hast du eine Aufgabe, du hast auch einen zweiten Bildschirm, guck nach. Ich guck mal gerade nach, wo die jetzt herkommt. Warte mal. Die jetzt kommt aus... Och nö. Die jetzt steht für... Liberecke Automobil... Liberecke. Ja, weißt du, warum das Liberecke heißt? Weil die Fahrer da rein einsteigen und sagen, lieber verrecke ich, als mit dem Wagen zu fahren hier. Liberecke Automobilove Savoddy. Nein. Ja. Savoddy. Liberecke Automobivo lol tralala. Automobilove. Ah, hui! Ich glaube, das ist gut gegangen. Ich glaube, ich bin über Rot gefahren. Ich muss mich jetzt echt mal bemühen, besser zu fahren. Das geht mal gar nicht jetzt. Ja. Ja. Naja, ich bin über Rot gefahren. Das also, lieber Recker Automobilove, Zavodi, war ein tschechischer Automobilhersteller. Der mich immer auslacht, wenn ich technisch sage. Ne? Mit Sitz in Jablonec nad Nisou-Rynovitice. Gesundheit. Seit der Gründung 51 war es die Nutzfahrzeugsparte von Skoda. Och, ja, da weiß man ja, wo es herkommt. Auflösung 2003. Ja, ist auch gut so. Ja, ich vermute mal, die mussten sich auflösen, weil irgendwie die hatten zu wenig Textur. Ich glaube auch. Nein. Es kann durchaus sein, die Busse früher... Wobei, der hat doch sogar eine Textur. Guck doch mal. Ich möchte dich mal gerade darauf hinweisen, dass besagter Bus nicht über einen Rückwärtsgang verfügt. Ich habe den gerade eingelegt. Es funktioniert nicht. Hier. Bremse treten. Rückwärts. Leuchtet. Hallo. Ich gebe Gas. Nichts passiert. Hallo. Ja, keine Ahnung. Aber nochmal zum Dashboard kurz. Du hast da eine Textur. Ja, ich weiß. Die ist nur sehr hell. Trotzdem hässlich. Ja gut, die Busse waren aber wirklich früher so. Ich hätte gerne einen normalen Fahrschein. Ich mock's trotzdem nett. Die waren aber wirklich früher so. Ich sag mal so, wenn der Ersteller mit ein paar mehr Schatten vielleicht noch drüber gelegt hätte, dann käme das auch wieder anders drüber. Es ist halt alles irgendwie sehr einheitlich. Oh, ich muss ja für Andi so gucken. Hallo? Bitteschön. Bekomme ich noch was zurück? Nee. Sie guckt bei dir irgendwie freundlicher. Ja, sie mag mich ja auch. Mehr was als dich. Was steht denn da oben über der Tür? Lest mal vor. Nippen abhappen. Bipen schnippnisch rotschne hörchen hacksack zpö kurz knü hen ok zpetita Lass es lieber. Ja, danke schön. Warum fährt der jetzt rückwärts, wenn ich den Vorwärtsgang drin habe? Ich muss dir öfters so Busse geben, da ist mir das richtig lustig. Weil ich mich aufrege, aber normalerweise bin ich nicht so. Ich reg mich bei Spielen, bei Shootern auf, wenn das wirklich extrem ist, ja? Aber normalerweise rege ich mich nicht bei Simulatoren, also Omnibus-Simulatoren auf. Also eigentlich bin das nicht ich, aber wenn man so einen Arschloch hat. Boah, fährt der Scheiße! Wenn du Andi hast, die haben nicht genötigt. Wenn du Andi als Freund hast, ja, kannst du dich darauf einstellen, wenn du mit dem zusammen drehst, bekommst du kurz vor dem Einjährigen von Let's Play The Line, nämlich ein Part davor, noch einen richtigen Schlag ins Gesicht. Julian, ich habe keine Freunde. Ja, du hast nur Irre, mit denen du dich abgibst, ich weiß. Schön, er lernt's endlich mal. Nein, hat er eigentlich auch einen Knickschutz, ja, oder? Ich frage ja nur mal so. Ja, da kannst du auch fragen, ob der sowas wie ABS hat oder so. Geht da hinten die Klappe auf?
wo der Blinker drauf sitzt? Nein. Hinten am Heck? Nö. Sieht so aus, als müsst ihr aufgehen. Da ist doch so ein kleiner Knopf dran. Nö. Das ist doch eigentlich ein schöner Bus. Ich weiß gar nicht, was du willst. Der erinnert mich so ein klein bisschen an die Busse früher. Also... Gut, das war eine tolle Umschreibung. Oh, wie er erstmal richtig schön über die Insel fährt. Ich bin doch nicht über die Insel gefahren. Nein, der Mercedes da eben. Boah, gut, dass ich gerade Gas gegeben habe, sonst hätte er mich, glaube ich, gerammt. Ja, das ist ja nichts Neues an dem Busbahnhof. Das hatten wir ja schon bei mir im Part. Mhm. Sag, also, ich glaube, ich habe mich wieder gefangen. Ich habe mich jetzt wieder abgelenkt. Ich sag mal so, Neustädt, wirklich schöne Karte. Aber dieser Busbahnhof ist ein Fail auf der Karte. Richtig. Muss man leider sagen. Ich denke mal vielleicht, dass da in der nächsten Version dann der Map-Ersteller sich vielleicht dessen nochmal annimmt. Ich weiß es nicht. Vielleicht nimmt er sich ja ein bisschen zu Herzen. Es ist ja keine Negativkritik, es ist einfach gut gemeinte Kritik. Okay. Machen wir es anders, ja? Ich hätte gerne von dir. Ja, was denn jetzt? Schon wieder was den anderes? Den C2G, den behalten wir schön. Dann suche ich mir noch eine enge Linie, wenn du in Bremen die 76 nicht fahren möchtest. Eng und lang wird es aber sein, ja? Und statt dem O330 oder 0330, whatever, hätte ich gerne den hier. Ja, Moment, das ist jetzt aber auch nicht richtig. Du hast jetzt hier einen Bus und ich soll gleich mit zwei Bussen fahren. Also ja, das ist die Strafe, ja. Entweder es gibt den C2G oder es gibt den Bus hier. Hör, ich muss doch auch beides. Ich muss doch auch den Bus hier und C2G. Ja, nee, ich bin ja schon mit dem XXL gefahren. Ach. Im Gegensatz zu dir, ja, Kollege. Ach. Ich bin seinerzeit auf, was war denn das? Winsenburg? Alheim? Ich weiß es gar nicht. Winsenburg, glaube ich. Bin ich seinerzeit gefahren. Ich habe ja dann gesagt, der Julian musste auch mal mitfahren und so kam das ja auf, dass du Bad Kinsau jetzt fahren musst. Es ist halt Bad Kinsau geworden. Es ist halt Bad Kinsau geworden. Ja. Und du bist ja 102 gefahren. Morgen. Ich fahre eine Stunde im Boot. Hallo. Das ist halt dumm gelaufen. Das ist halt dumm gelaufen. Ich bin wieder zu spät gekommen. Das haben die User sich ja so gewünscht. Ja, die User. Nachdem du das aggressiv im Let's Play beworben hast. C ist positiv, der Carsten fährt auch mit. Ja, genau, dann kann wenn du ganz viel Glück hast, der Bus fährt auch. Dankeschön. Ja. Guck mal, jede Menge Zuschauer, das ist doch schön, Julian. Kurzstrecke für Schüler, bitte. Marc, ein bisschen freundlicher, ja? Ja, der sieht den Bus und denkt sich auch, naja, Der Fahrer guckt so angepisst, ich weiß jetzt nicht warum. Was ist denn das eigentlich unter dem Ibis-Gerät, das runde da auf dem Dashboard? Ist das eine eingebaute Casio-Uhr, oder? Das ist ein Wutometer. Sieht das aus wie von so einer Casio-Digital-Uhr, irgendwie so ein... Das wird direkt an den Fahrer angeschlossen. Und dann siehst du immer, wie angepisst der ist, während er diesen Bus fährt. Ich muss aber leider zugeben, dass der sich echt gut fährt. Also fährt sich angenehm, aber trotzdem fährt sich nicht angenehm, darin zu sitzen. Hä? Der fährt vom Fahrverhalten her angenehm, aber es ist nicht angenehm, vom Aussehen her darin zu sitzen. Und von dem Blinker und Haltewunsch und Hubsound. Das Dashboard erinnert mich so ein bisschen an einen Zug. Das erinnert mich mehr an einen Icarus. Nur, dass die noch so einen Vorsatz links dran hatten. Findest du? Ja. Google mal nach. Also jetzt kannst du dich wirklich nicht beschweren, dass ich scheiße fahre, weil ich fahre wirklich vorsichtig so durch die Dings. Na, Golf, möchtest du ein Rennen? Du verlierst. Okay, das ist interessant. Das ist gerade interessant. Ja, was denn? Den Bus gibt es scheinbar auch nochmal mit schwarzem Dashboard. Hätte ich besser gefunden. Hoppala, 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 hoppala. Hast du nicht gesehen?
Ich muss ja nicht immer alles zitieren. Was ist das denn zitieren? Was du da so treibst. Der Busfahrer hätte jetzt wieder gesagt, sag mal, fehlt es dir eigentlich komplett oder was? Ja, wo er recht hat, hat er recht. Das muss man ihm lassen. Also ich verstehe jetzt gerade nicht, warum das überhaupt so eine komische... Ach doch, hier ist es auch so. Oh, das sieht ja wirklich gruselig aus. Ja, natürlich sieht... Och, er gibt's zu. Aber hier ist es nicht in so einem komischen, Beige-Ton. Hier ist es mehr so grau. Ganz helles Grau. Danke. Das Geile ist ja, dass ich die Tickets hier auf dem Notsitz verkaufe, ne? Dankeschön. Ja. Das ist hier ein Notsitz oder so. Weiß nicht, was das sein soll. Das ist doch kein Notsitz. Ja, guck mal. Das passt doch überhaupt nicht. Das ist trotzdem kein Notsitz. Ich rolle übrigens. Keine Haltestellenbremse. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Entschuldigung. Mein Gott. Und ich stehe zu guck. Ja, dann fängst du an zu reiern, ich auch. Oh nö, ist ja schon wieder nicht ausgegangen, Alter. Ach ja. Naja, nächste Woche haben wir ja dann... Nee, das... Also wir sagen mal so, wir sind ja nächste Woche dann in... Let's Play the Line Nr. 52, ja? Mhm. Da erwartet die Zuschauer ja dann auch ein bisschen was. Was das sein wird, werden wir jetzt natürlich nicht verraten, aber das sei vielleicht schon mal als Anmerkung hier mal so in den Raum geworfen. Da könnt ihr euch schon mal auf nächste Woche freuen. Also da wird es mal etwas außerhalb Let's Play the Line, aber trotzdem Let's Play the Line geben. Mhm. Den komisch ist aber so. Ich bin ja mal gespannt. Ja, vielleicht nochmal gerade anzukündigen, weil es eine aktuelle Situation war. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach ja, genau. Ich habe heute ja im Zug gesessen und habe dann natürlich verpennt, dass die Videos dann zu spät kommen. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie ich das ankündigen soll. Ich habe jetzt mal zur Probe einen Twitter-Account erstellt. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen geprüft habe, dann werde ich das nochmal offizieller sagen. Dass ich dann immer... poste, wenn ich jetzt zum Beispiel die Videos nicht rechtzeitig bringen kann, wie South Park oder so ein Krempel. Weil die ja wirklich festgetimt sind. Ja, ist da an die Stelle. Warum ist denn an die Stelle? Jo, was soll ich dazu sagen? Ich kann mit Twitter und Co. eh nichts anfangen. Eine Tageskarte, bitte. RPM. Danke. Also Drehzahl für den Motor, oder was? Danke. Ja, würde ich mal so deuten wollen, weil RPM... steht ja eigentlich, glaube ich, schon dafür. Rounds per Minute. Also ja. 533 RPM. Ja. Ein digitaler Drehzahlmesser hatte ich auch noch nicht. Wobei, ob der funktioniert, ist eine andere Frage. Sag mal, geht da unten das Fach auf? Hinten für ein Fach? Da unten. Ach, das. Da. Hätte doch sein können. Würde mich mal gerade interessieren. Warte mal, das können wir ganz schnell nachprüfen. Ja, doch, der funktioniert. Tatsache. Ich habe nämlich gerade meinen Gang rausgenommen. Dann geht ja die Drehzahl direkt höher. Das ist auch mal interessant. Das ist doch ganz nice. Geradeaus. Nee, links, Entschuldigung. Okay. Was hab ich denn gemacht? Ich hab dafür gar nichts gemacht. Ich fahr mit 20 um die Kurve und ihr beschwert euch alle. Ja, aber wie um die Kurve? Ja, mit 20. Ja, aber wie? Ja, mit 20. Ja, aber wie? Aber mit 20. Ja, aber wie? Ja, aber mit 20. Gibt's auf. Ich auch. Nee. Cool, dann hat keiner gewonnen. Meine blöde Frage, warum? Sind die Scheiben? Na! Frauen? Ich muss immer wieder hingucken für zwei Wörter. Ja. Nochmal was? Warum sind die Scheiben an der Tür so braun? Wenn ich mal länger hingucken kann, dann sage ich dir das auch. Zeig nochmal bitte. Tu ich. Sie musste mal. Können wir jetzt wieder nach vorne gucken? Jo. Nee. Ja, irgendwoher muss ja der Satz scheiß die Wand an stammen.
Was machst du da? Bemerken, dass ich auf der falschen Spur bin.